Lil Kod im Shedim. Mungo, Anwalt, aus dem Dienst, Mitarbeiter, sind drei Chiefs. Machal. Pest. Magifa. Pest. Megape. Parasit. Machala. Dem Wüstensalz entsprang. Erster Tempel, babylonischer Turm. Skrupelloser, gedankenkontrollierender Wurm. Der Rosshaarwurm übernimmt die Kontrolle über seinen Wirt und treibt diesen am Ende in den Tod. Er übernimmt die Kontrolle. Die Gottesanbeterin wird besetzt. Sie ist nur ein Gefährt. Argentinien. Präsident und Toraschüler Javier Millet. Neben ihm ein Puppenspieler aus Jerusalem. Der Wurm stiehlt der Gottesanbeterin Gene, um sie auf tödliche Weise zu manipulieren, sodass sie sich ins Wasser stürzt. Dem Gottesanbeter sollten die Worte im Mund zusammenlaufen. Er sollte sich im Wasser umdrehen. Exzentriker mit Hang zur Tora. Der Rechtspopulist Javier Millet wird neuer Präsident. Seine Liebe zum Judentum wirkt auf viele Argentinier seltsam. Auf mich wirken seine Augen seltsam. Rechts, Populist. Und das Judentum, wie passen die zusammen? Oh, 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 das muss an den gutherzigen Israeliten liegen, die verzeihen können scheinen. Bakulovirus. Dieses Virus manipuliert direkt das Erbgut und somit das Verhalten der Raupe des Schwammspinners Limantria dispar. Anstatt sich in Bodennähe zu verstecken, klettert sie nach einer Infektion mit dem Virus Bäume hinauf. Oben angekommen verflüssigt sich die Raupe regelrecht und tropft vom Baum herunter auf Blätter, die dann von der nächsten Raupe gefressen werden. Diese drastische Verhaltensänderung wird durch die Manipulation eines einzigen Gens, nämlich EGT, hervorgerufen. Argentinien erhöht Druck auf Falklandinseln. Präsident Millet kündigt Invasionsplan an. Argentinien erneuert Drohungen um Falklandinseln. Präsident Millet plant strategische Rückeroberung. Es heißt, man würde noch sehen, auf welcher Seite Millet steht. Die Falklandinseln, Black Goo. Ist da etwa jemandem das schwarze Färbeöl ausgegangen? Sieh nur. Virus und Brackwespe handeln symbiotisch, um ihr Ziel der Vermehrung gemeinsam zu erreichen. Virus und Brackwespe handeln symbiotisch, um ihr Ziel der Vermehrung gemeinsam zu erreichen. Siehe diese zwei Heinzel. Wieso steht der Sensenmann neben Putin? Und hinter Robert F. Kennedy Jr. hängt ein Bild von Black Santa, also Satan. Kennedy hält scheinbar einen Weihnachtselfen als Geißel. Die Juwelwespe indiziert dem viel größeren Insekt ein bewusstseinskontrollierendes Gift. Damit verwandelt sie es in einen wehrlosen Zombie. Danach zieht das Wespenweibchen die betäubte Kakerlake an ihren empfindlichen Fühlern in eine nahegelegene Höhle. Dort legt sie ein einzelnes Ei auf das Bein der Kakerlake und verwendet dann Schmutz und Schutt, um das Opfer zu verstecken. Nachdem die Larve das Herz der Kakerlake gefressen hat, macht sie sich an die Lunge,
um die dort austretende Luft einzuatmen und nicht versticken zu müssen in dieser abgeschiedenen Folterkammer der Juwelwespe. Tollwütige verlieren Scheu. Krankheit. Machal. Machal. Krankheit Z. Z wie Zion. Doch sie lesen von links nach rechts. Neues. Machal. Doch welches Rauschen? Braunes Rauschen. Ein entferntes Donnern. Berg, Wetter und Chemtrail-Gott Baal spricht zu ihnen im braunen Rauschen, das er gerne hört, da es das Wehklagen seiner Opfer überlagert. Doch ist diese Krankheit Z plus eine Inszenierung, so wie alles aus ihrer Feder? Oder gibt es sie tatsächlich unter ihnen und anderen? Nicht gerade erst seit gestern mehrt sich die Vorstellung von der Existenz zweier Arten von Menschen. Und dieser Gedanke ist keinesfalls neu. Schon die Bibel schildert eben genau dies. Es gäbe zwei Arten von Menschen, oder es gäbe Menschen und Nichtmenschen. Es gäbe welche, die seien schlechter als man selbst, und es gibt welche, die halten sich für etwas Besseres als andere. Es gäbe solche, die seien weniger Mensch als man selbst, minderwertiger. Wer hier nicht Mensch und wer Mensch ist, hängt von der Sichtweise des Geschöpfes ab, das sich diese Frage stellt. Denn niemand hält sich für schlecht. Die Juwelwespe hält sich für gut, da sie dafür sorgt, dass ihre Art erhalten bleibt. Sie macht das richtig und gut. Nur so kann Nachwuchs entstehen. Sie macht es also richtig und bewertet nicht. Es gibt keinen anderen Weg für sie, Nachwuchs zu zeugen, als diese Kakerlake von ihrer eigenen Larve auffressen zu lassen, von innen heraus. Wer sich dieser Überlegung hingibt, es gäbe zwei Arten von Menschen, betreibt also nichts anderes als puren Rassismus, der meist in denen geschürt wurde, die sich für die bessere Art Mensch halten und dann von denen übernommen wird, die die schlechtere Art von Menschen sein sollen. Als Selbstschutz, was bleibt ihnen übrig? So wird dem einen klar und dem anderen klar gemacht. Ist es also purer Rassismus? Natürlich. Und ich sage dir eins, mein Freund. Das ist nicht falsch, sondern richtig. Es gibt zwei Arten von Menschen. Allerdings hat das sehr wenig mit dem Äußeren zu tun, als vielmehr mit dem Feuer, welches in ihnen lodert. Antisemit werden jene betitelt, die etwas gegen sie sagen. Dabei sind die, die sie meinen, die Antisemiten, Semiten, die gegen alles andere sind. Sie sind auserwählt, du nicht. Es sind die Antisemiten. Schwarze galten als Niedermenschen, Asiaten begriff man als Untermenschen. Eingeborene als Tiere, Weiße als Rassisten, alle Nichtrömer als Barbaren, alle Juden als auserwählt. Bis 1967 betrachtete man die Aborigines als Flora und Fauna, nicht etwa als
Menschen, die bei einer Volkszählung dazugezählt werden sollten. Es konnte Jagd auf sie gemacht werden wie auf ein jedes andere Tier. War es doch die einzige Art in der Megafauna, die sich domestizieren ließ. Doch wer waren diese ersten Siedler Australiens? Waren es nicht ausschließlich Verbrecher und Kriminelle, derer sich die britische Krone entledigen wollte? Es ist doch viel günstiger, sie zum Besiedeln vorzuschicken, als sie ein Leben lang in einem Kerker bewirtschaften zu müssen. Doch sind nun die kriminellen Siedler die Rassisten? Oder ist es die britische Krone, die es wagte, solche dorthin zu schicken? Wie sahen die Aborigines, die neuen Freunde? Sind nicht auch die Ausgegrenzten Rassisten, wenn sie ihre Peiniger als eine andere Art Mensch verstehen? Sind es notgedrungen Rassisten, da sie ja selbst für Niedermenschen gehalten werden? Rassismus als ein dem Arterhalt dienlicher Instinkt? Könnte man es so verstehen? Eine Strategie, die der Konservierung der eigenen besseren Gencodes in die Karten spielt? Was, wenn bei einem Gefangenenaustausch einer gegen tausend getauscht wird? Wenn man den einen dankbar annimmt und tausend andere dafür gibt, ist das nicht purster Rassismus? Jedenfalls kann es als nichts anderes in den Augen der 1000 gesehen werden. Ist doch ein jeder von ihnen nur ein Tausendstel so wertvoll. Für den einen ist es gerechtfertigt, denn er hat die besseren Gencodes. Und ist es nicht ein wenig, als seien es diese Gencodes selbst, die ihre Reinheit beibehalten möchten? Würde das jeweilige Erbgut dafür verantwortlich sein, wären doch irrational sowie unmenschliche Handlungen dadurch ein wenig nachvollziehbar. Könnte es auch anderes Erbgut sein, das in den jeweiligen Körpern existiert und diese Sichtweisen vorantreibt, dem Arterhalt dienend? Vermeintlich gegen das Leben gerichtete Handlungen. Selbstzerstörerische, als pathologisch eingeordnete Pläne. Chaos suchend, scheinbar Obskures verfolgend, nicht rational nachzuvollziehendes Schaffen. Die Vorstellung, ein Mensch könnte eine solch grausame Tat tatsächlich ausüben, spielt nun keine Rolle mehr, denn es ist überhaupt kein richtiger Mensch. Es hört sich rassistisch an. Aber nur, weil es keine andere Definition davon gibt, wie man sie sehen könnte. Warum ist das so? Es dient ihnen. Sie haben alles so installiert. Sie opfern auch eigene Leute, werden aber dafür dann Rache nehmen. Immerhin mussten sie es wegen uns tun. All das könnte der Plan von etwas sein, das wir nicht kennen. Oder nur einige kennen. Oder wir fehldeuten. Z. Krankheit. Z. Der Tollwut nicht unähnlich. Etwas, das in Filmen eine Zombie-Apokalypse auslöst. Eine den Erkrankten kontrollierende Krankheit.
Ein den Wirt steuernder Parasit. Etwas, das in ihren Körpern aufgespürt werden könnte. Würden sie es nicht um jeden Preis geheim halten? Arterhalt. Er ist da, jedoch ohne augenscheinliche äußere Symptome zu verursachen. Benennst du das, bist du ein Rassist. Wahrscheinlich durch einen Mind-Parasite manipuliert, der dich denken lässt, du seist etwas Besseres, sie seien schlecht. Eine Art Mind-Parasite, der den Wirt manipuliert, seine Stärke bewahren will, der Unbefallene erkennt und sie Menschen minderer Qualität nennt. Sie sind nicht auserwählt. Ein Gift, dem Aspekte von Leben zugesprochen werden könnten, da es den Vergifteten steuert, um selbst fortbestehen zu können. Das den Wirt, ohne einen Gedanken daran zu verlieren, opfert, wenn es dienlich ist. Eine Art Schwarm, der einzelne Tropfen Gift zählt nichts. Nur der Schwarm ist wichtig. Der Schwarm muss vergrößert werden. Tropfen für Tropfen scheint in der Schale zu verschwinden. Doch das Gift wird immer mehr. Ist die Schale voll, reicht man dir den Schierlingsbecher. Ihr vergiftetes Herz spricht zu dir, trinke, Bruder, trinke. Eine Art Gift, das nach Allmacht giert und befallene, scheinbar normale Menschen irrationale Handlungen verüben lässt, die man sich nicht erklären kann. Ein Gift, das Befallene glauben lässt, sie seien Auserwählte. Sie sind das Gift. Das Gift ist stark und es hat sie auserwählt, dich nicht, uns nicht. Zwei. Die das Gift haben und jene, die es nicht haben. Und jene ohne werden es niemals erhalten. Doch es expandiert, jedoch anders. Nicht durch eine reguläre Übertragung. Wie ein Erreger? Es ist vielleicht ein zweihäusiges Gift. Und es braucht beide, damit es sich vervielfältigen kann. Beide müssen zusammengeführt werden. Zwei Wirte. Die richtigen zwei Wirte. Beide Häuser des Giftes vereinen sich und das Gift wird vererbt, während es den anderen erzählt, es gäbe Dutzende Geschlechter. Damit nur das Gift sich vermehre, das andere aussterbe. Allmacht, besser, bester. Eine sehr gefährliche Erbkrankheit. Unheilbar und tödlich für die, die sie nicht haben. Das Genmaterial bestimmt, wie in der Erbfolge. Nur der mit der richtigen DNA wird König. Egal, wie dumm, retardiert, degeneriert er ist. Er ist auserwählt. Der Beste. Eingeschworen breitet sich das Gift im auserwählten Kreis aus. Und den Nicht-Auserwählten kann nicht geholfen werden. Sie werden das Gift niemals erhalten können.
sie sind wertlos. Und wenn sie dem Gift nicht auf eine andere Art dienen können, so wie die Kakerlake der Juwelwespe, dann sind sie wohl nutzlos und sollten beseitigt werden. Immerhin sind sie Schmutz. In ihrem Buch steht, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Es ist für einen Juden verboten, einen Nichtjuden zu heiraten. Denn daraus wird nur ein Jude entstehen, wenn die Mutter jüdisch ist. Das Kind ist dann ein Halbjude. Es kann jedoch leider keine richtigen Juden mehr zeugen und darf nicht heiraten, darf keinen Cohen heiraten. Selbst wenn ein Jude und ein Nichtjude eine Hochzeitszeremonie hatten, ist diese Ehe nach jüdischem Gesetz ungültig. Wenn aus dieser Beziehung ein Kind auf die Welt kommt, wird dieses nicht als jüdisch betrachtet, wenn die Mutter nicht jüdisch war. Purster Rassismus von denen, die dieses Wort einst erdachten, da sie wussten, sie sind anders als alle anderen. In den Smaragdtafeln heißt es, weit in der Vergangenheit, bevor Atlantis existierte, waren dort Menschen, die sich in die Dunkelheit vertieften. Sie benutzten schwarze Magie und riefen Wesen hervor aus den großen Tiefen unter uns. Sie kamen heraus in diesen Zyklus. Sie waren formlos, von einer anderen Schwingung und lebten unbesehen unter den Kindern der Erdenmenschen. Nur durch Blut konnten sie eine Seinsform schaffen. Und nur durch den Menschen konnten sie in der Welt leben. Nur durch die Vereinigung des richtigen Blutes konnte eine Seinsform für sie erschaffen werden. Wenn aus der Beziehung eines Juden und eines Nichtjuden ein Kind auf die Welt kommt, wird dieses nicht als jüdisch betrachtet. Denn in ihm ist nicht das Gift. Und nur durch den Menschen konnten sie in der Welt leben. Wenn die Mutter jüdisch war, aber der Vater nicht, wird das Kind nicht als Mamsa angesehen. Jedoch darf ein Mädchen, das aus einer solchen Beziehung stammt, keinen Cohen heiraten. Regeln, obstruse Regeln, rassistische Regeln, die man anderen andichtete. Und auch solche Weisungen wie eine Jüdin darf einer Nichtjüdin keine Geburtshilfe leisten, dienen dem Arterhalt des Giftes. Das Gift hilft nur dem Gift. Wenn der Messias kommt, werden alle Nichtjuden Sklaven der Israeliten. So steht es im Talmud. Und wenn du dies nun abstreitest, ohne das Gift zu sein, dann bist du nur die Kakerlake. Ein sich selbst verflüssigender Körper, der dann auf das Gemüse tropft. Geburtenraten. In Frankreich werden derzeit am meisten Kinder geboren, heißt es. Dort bekäme eine Frau im Schnitt 1,84 Kinder. Es folgen Tschechien mit 1,83 und Island mit 1,82 Kindern pro Frau. Deutschland abgeschlagen mit 1,46 Kindern pro Frau. Ultraorthodoxe Frauen in Israel bekommen im Schnitt 6,7 Kinder. Sie haben also im Schnitt 5,7 Kinder, denn das Erstgeborene verstirbt meist auf sonderbare Art und Weise. Der Messias,
Wer oder was wird der Messias sein, der dann kommt? Vielleicht ein Superspreader? Der dann auch nicht Juden das Gift schenken darf. In vergangenen Zeiten wurden sie von den Meistern besiegt und wieder nach unten geschickt, zu dem Ort, woher sie kamen. Aber einige blieben zurück, verborgen in den Menschen unbekannten Räumen und Ebenen. Sie lebten als Schatten in Atlantis, in Atlantis, aber manchmal erschienen sie unter den Menschen. Wenn Blut geopfert wurde, kamen sie heraus, um unter den Menschen zu sein. Aus 6,7 wird 5,7. Sie bewegten sich unter uns in der menschlichen Form, aber nur für das Auge waren sie wie Menschen. Schlangenköpfe waren sie, wenn man den Glanz entfernte. Aber für den Menschen erschienen sie wie jeder andere Mensch. Sie unterwanderten die Regierungen und nahmen Formen an, die bei den Menschen üblich waren. Mittels ihrer Künste erschlugen sie die Oberhäupter der Königreiche, nahmen ihre Formen an und regierten über den Menschen. Erbfolge. Nur durch Magie konnten sie entdeckt werden. Nur durch Töne konnte ihr Gesicht gesehen werden. Sie wollten aus dem Königreich der Schatten heraus den Menschen zerstören und an seiner Stelle regieren. Nur durch Magie konnten sie entdeckt werden. Magie, was ist das? Eine Energie, eine Strahlung, eine bestimmte Strahlung kann sie sichtbar machen. Und ihr Gesicht konnte nur durch Töne gesehen werden. Lass es sie sagen. Kinninnigen. Schlangenköpfe waren sie. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie den Kopf einer Schlange haben. Sie haben eine Schlange im Kopf. Das Gift. Eine Art Lindwurm, der sie dogmatisch werden lässt. Aggressiv gegenüber anderen Arten werden lässt. Der sie glauben lässt, sie seien die Besten. Eine Art unheilbare Erbkrankheit, die für alle anderen tödlich ist. Dancing with Demons. Ich bin für die Natur und gegen Dämonen. Mach es gut.